Hallo, mein Name ist Sebastian Schuller. Ich bin seit 2008 Mitarbeiter der Salzburg AG und leite seit 01.01. die neue Abteilung der Wärmeversorgung und thermischen Erzeugung. Mein Arbeitshauptag startet sehr früh am Morgen. Wir starten meistens mit einer Morgenbesprechung, das heißt, besprechen die Dinge, die im Kraftwerk und in der Fernwärme so passiert sind über Nacht und entscheiden dann täglich den weiteren laufenden Betrieb. Mein täglicher Arbeitsalltag geht von der Betriebsführung der Kraftwerke und der Fernwärme, wie zum Beispiel die Entscheidung, welche Kraftwerke wir wann betreiben, bis hin auch zur strategischen Ebene zum Ausbau der Fernwärme. In unserem neuen Zukunftsfeld Energietechnik geht es um die Erzeugung von Strom und von Wärme. Es geht um Engineering und es geht auch darum, dass unsere ganzen Anlagen in unserem Zukunftsfeld maintained und instand gehalten werden. Es hat sich einiges verändert, nämlich wir haben jetzt alle Bereiche, die mit Kraftwerken, mit Strom und mit Wärmeerzeugung zu tun haben, zusammengefasst. Also vom Bau und von der Planung von Kraftwerken über den Betrieb, über die Lastverteilung bis zur Instandhaltung der Kraftwerke, alles unter einem Dach. Die wichtigsten Maßnahmen sind zweierlei. Zum einen müssen wir natürlich schauen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich mit Strom und mit Wärme versorgen. Wir sind hier heute an einem wunderschönen Tag am Standort Kraftwerk Mitte, HKW Mitte, wo ja zentral die Fernwärmeversorgung für die Stadt Salzburg organisiert und durchgeführt wird. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir die neuen Herausforderungen, nämlich die Dekarbonisierung des Wärmesystems und den Ausbau und Aufbau von Photovoltaikanlagen, schnell und im Sinn unserer Kunden voranbringen. Auch bei den Kunden geht es darum, schnell zu reagieren, Schnittstellen heraus. Wir wollen uns mit unseren Kunden, mit den Kundenthemen und Kundenanliegen beschäftigen und nicht mit internen Schnittstellendiskussionen. Der wichtigste Erfolgsfaktor sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich aber auch unsere guten Anlagen. Wir können da auf einer sehr soliden, guten Basis aufbauen, die wir gemeinsam voranbringen. Ja, bei uns in der Energietechnik sind natürlich sehr viele Techniker angestellt, Diplom-Ingenieure, Ingenieure und technische Mitarbeiter mit anderen Ausbildungsprofilen. Aber in erster Linie suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die für die Sache, für erneuerbare Energien brennen, für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und für eine gute Wasserversorgung brennen und gemeinsam mit uns die Dinge anpacken und nach vorne bringen wollen. Wir wünschen uns natürlich weiterhin gut ausgebildete, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns den Weg in eine CO2-freie Energiezukunft gehen und immer ganz, ganz klar am Kunden, an den Kundenbedürfnissen orientiert mit uns arbeiten. Also ich arbeite gern in der Salzburg AG. Erstens, weil unsere Aufgabe für Salzburg sehr wichtig ist. Wir halten die Stadt am Laufen. Zweitens, die Mitarbeiter, ganz wichtig, wir sind ein Team. Wir halten zusammen und haben eine gemeinsame Aufgabe. Und drittens, die Salzburg AG ist ein richtig guter Arbeitgeber. Also jetzt steckt gerade was Tolles bei uns im Haus und ich bin stolz drauf, dass ich Teil des Ganzen sein kann.